Ich rufe dann auf die in den Teil 2 gestellte Vorlage 9. 9, Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof. Herr Dr. Knoche, bitteschön. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es mag Ihnen vielleicht etwas ungewöhnlich vorkommen, dass hier im Kreistag der scheinbar unverfängliche Tagesordnungspunkt Vorschlagsliste ehrenamtliche Richterinnen und Richter beim Hessischen VGH in Teil 2 der Tagesordnung kommt, also mit Aussprache. Bekanntlich schlagen wir als Kreistag 6 Kandidaten vor. Der Wahlausschuss des Gerichts ernennt dann aus den Reihen der Vorschlagslisten die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Soweit so gut, das ist die Ausgangslage. Wir als Fraktion Die Linke haben aus guten Gründen und ganz ausdrücklich beantragt, den Tagesordnungspunkt heute zur Aussprache zu stellen. Denn die Fraktion der Linken hat ganz erhebliche Probleme mit der vorgeschlagenen Liste. Wir können und werden diese Vorschlagsliste unter keinen Umständen so mittragen. Ich will Ihnen das begründen. Der Hessische VGH ist bekanntlich das höchste hessische Verwaltungsgericht, Berufungsgericht für alle hessischen Verwaltungsgerichte, erste Instanz für Normkontrollverfahren, unter anderem Berufungsinstanz für Asyl- und Ausländersachen, kurzum das höchste verfassungsrechtliche Organ der Judikative in Hessen nach dem Staatsgerichtshof. Dort als ehrenamtliche Richter oder Richterin an der rechtsprechenden Gewalt teilzunehmen, erfordert ein hohes Maß an Loyalität gegenüber Recht und Gesetz. Nun haben wir keine Zweifel an den meisten der dort aufgeführten Personen auf Ihrer Liste, aber, meine Damen und Herren, wir lehnen es schlichtweg ab, dass ein Vertreter der AfD in die Vorschlagsliste mit aufgenommen wird. Auch wenn gemäß § 28 VWGO von den Kreisen Vorschlagslisten zu erstellen sind, aus denen der Wahlausschuss des Hessischen VGA dann ehrenamtliche Richter und Richterinnen für die nächste Amtszeit auswählen kann. Unbeschadet der Person halten wir es für grundsätzlich unerträglich, und so deutlich sage ich das an dieser Stelle, unerträglich, wenn ein AfD-Vertreter ehrenamtlicher Richter am VGH werden könnte. Nicht mit uns. Eine Partei, die in den letzten Monaten durch ihre obersten Repräsentanten bundesweit durch so unsägliche Verlautbarungen und Rechtspopulismus medial sich in Szene setzte, ist für uns mehr als untragbar. Erinnern Sie sich bitte an die Überschriften in den Medien am 2. Mai. AfD-Parteitag zum Grundsatzprogramm gegen Islam für Atomstrom. Strafmündigkeit von Kindern ab 12 Jahre statt ab 14. Zahl der Abtreibungen sollen sinken, neue Maßnahmen zur Schwangerenberatung, Experiment Euro beenden und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, das ist eklatant verfassungswidrig. 12-jährige Kinder bestrafen, Artikel 1 Grundgesetz, sage ich nur, die Würde des Menschen ist unantastbar und erst recht die von Kindern. Im Grundgesetz ist verankert, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Doch der thüringische AfD-Sprecher Björn Höcke will, ich zitiere, schädliche, teure, steuerfinanzierte Gesellschaftsexperimente, die der Abschaffung der natürlichen Geschlechterordnung dienen, sofort beenden. Zitat aus der Thüringischen Landeszeitung. Unerträglich. Die deutsche Politik habe eine Eigenverantwortung, das Überleben des eigenen Volkes, der eigenen Nation sicherzustellen, sagt Frau Petri im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und wem das noch nicht reicht, meine Damen und Herren von der AfD, die Thüringer AfD-Landtagsfraktion fordert sogar eine Zählung aller Homosexuellen im Land. Oder erinnern Sie sich an den rassistischen Spruch vom afrikanischen Ausbreitungstyp oder an die unerträgliche Beleidigung von AfD-Vize Alexander Gauland gegenüber dem Publikumsliebling Fußballstar und meinem Nachbarn Jerome Boateng. Und genau das muss sich letztlich jeder Parteivertreter der AfD zurechnen lassen. Wir werden diese Liste heute nicht mitwählen, es sei denn, der AfD-Kandidat Nummer 6 verzichtet freiwillig auf seine Nominierung. Und es wäre gut, und es wäre sehr gut, wenn sich die anderen Fraktionen unserem Votum anschließen. Von uns an dieser Stelle ein klares Nein gegen jede Form von Rassismus und Verfassungswidrigkeit, auch wenn es heute nur um eine Vorschlagsliste geht. Ich danke Ihnen.
Gut, Herr Kohlweg, Sie hatten sich gemeldet, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe von der Gestik, Herr Engelhardt. Okay, bitteschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Ralf Rüdiger Engelhardt, bin aus der AfD-Fraktion, 64 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder, ordentlich erzogen. Beruflich bin ich vielseitig, wenn ich das hier alles aufzählen würde, googeln Sie einfach mal, dann wissen Sie, was ich alles so mache. Erwähnenswert denke ich, dass ich neben meinem Rentnerdasein ehrenamtlich für den Reha-Sportverein Kassel e.V. tätig bin, versicherten Ältester der Deutschen Rentenversicherung, ein Lohnsteuerberatungsbüro habe ich. Und wenn man mit diesen Leuten, die dann zu mir kommen, spricht am Rande dessen, weswegen sie eigentlich kommen, dann gibt es sehr viele Problemfelder, die es gilt zu lösen, auch über die Politik. Ich war übrigens ehrenamtlicher Richter bis zum 30.04. diesen Jahres beim Hessischen Finanzgericht. Die hatten diese Probleme, die Sie hier jetzt hier aufführen, nicht gehabt. Und deswegen, ich will jetzt ganz einfach für den Hessischen Verwaltungsgerichtshof zur Verfügung stellen und ich bin es gewohnt, meine Meinung offen zu sagen. Und ich bin ein Gegner von Intrigenspielen. Ich hoffe nicht, ich setze auf Ihr Vertrauen. Dankeschön. So, mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Frank Williges. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der sehr emotionalen Rede von Herrn Dr. Knoche, denke ich, sollte außer den Betroffenen vielleicht auch sich jemand noch mal kurz dazu äußern. Herr Dr. Knoche, ich stimme mit Ihnen darin überein, dass ich wie Sie viele der Positionen, die die AfD vertritt, oder eigentlich man kann sagen nahezu alle Positionen, auch nicht teile. Das gilt aber auch für Positionen von Parteien am linken Spektrum, wie beispielsweise der Ihren. Auch viele dieser Positionen teile ich nicht. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, hier denke ich, ist doch die individuelle Betrachtung des Kandidaten vorzunehmen. Und das hat offensichtlich auch der KA getan. Und darauf wollte ich hinweisen. Ich zitiere aus der Vorlage, Herr Vorsitzender, mit Ihrer Genehmigung, Beschlussvorschlag. Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen. Folgende Personen werden in die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel aufgenommen. Dann folgen die 6 Ihnen ja auch bereits bekannten Kandidaten, Zitat Ende. Deshalb, meine Damen und Herren, gehe ich davon aus, dass der KA hier nach Recht und Gesetz geprüft hat, ob die Wählbarkeit vorliegt. Und offensichtlich ist dies der Fall, sonst hätte der KA diesen Vorschlag nicht unterbreitet. Sicherlich, Herr Dr. Knoche, kann man einzelne Kandidaten ablehnen und damit den Wahlvorschlag ablehnen, aber wir dürfen davon ausgehen, dass alle, die auf dieser Liste wählbar sind und auch die Partei AfD, das mögen Sie beklagen oder nicht, ist nicht verboten, sondern gehört diesem Kreistag wie anderen Parlamenten auch rechtmäßig an, bis von irgendeinem Gericht als gegenteilig entschieden worden ist. Okay, ich lasse dann zunächst über den Änderungsantrag abstimmen. Mir liegt er hier vor. Okay, Herr Dr. Gudus, bitteschön. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich glaube, an dieser Stelle sollten wir uns mal kurz unterbrechen. Ich beantrage eine Sitzungsunterbrechung für 10 Minuten, um die Dinge etwas zu klären. Okay. Der Änderungsvorschlag ist nicht durchgekommen. Gut, ich bin davon ausgegangen, er liegt zumindest den Fraktionsvorsitzenden auf dem Tisch und die hätten, wie das immer so üblich ist, ihre Mitglieder dann darüber unterrichtet. Wenn das nicht der Fall ist, lese ich es Ihnen gerne vor. Die Vorlage des Kreisausschusses wird wie folgt geändert. Die folgende Person wird ausgetauscht. Sechstens Gerhard Repp, Erlenweg 5 in Kaufungen. Damit ist gemeint, so impliziere ich das sicherlich, dass die Person ausgetauscht werden soll, die in dem ursprünglichen Wahlvorschlag steht und Gerhard Repp diese ersetzen soll. Steffi Weinert, soll ich es für dich noch kopieren lassen? Oder möchtest du noch mal sprechen dazu? Ja. Ja, bitte.
weil gerade eben eine Sitzungsunterbrechung beantragt worden ist. Genau, ich würde nur gerne vorher vielleicht wissen, das wäre ja auch wichtig für die Wahl, wer Gerhard Repp ist. Vielleicht kann den jemand vorstellen, vielleicht kann er sich selber vorstellen. Ich kenne nicht und wenn ich mich entscheiden soll, wen ich jetzt wählen soll, dann hätte ich das gerne gewusst. Gut, ich könnte den Gerhard Repp von hier vorstellen, aber Björn Sänger, bitteschön. Er ist übrigens nicht im Saal, das darf ich sagen. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann ich gerne machen. Es gibt bestimmt noch außer mir ein halbes Dutzend oder wenn nicht sogar ein Dutzend Personen, die das auch tun könnten. Gerhard Repp wohnt in Kaufungen, ist Glasermeister, gehört die Glaserei 100 Mark am Altmarkt in Kassel, ist 74 Jahre alt gestern geworden, nein, am Dienstag geworden, war lange Jahre Präsident der Handwerkskammer Kassel, ist jetzt Ehrenpräsident der Handwerkskammer Kassel, ich glaube auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft des Handwerks in Hessen. Also ja, das wäre das, was mir jetzt insoweit zu ihm einfällt. Okay. Antwort okay. Oder eben zumindest angekommen. Der Hinweis oder die Bitte auf eine Sitzungsunterbrechung, Thomas Gutes, besteht immer noch. Okay. Es gibt jetzt keine weiteren Wortmeldungen, dann schreiten wir zur Tat. Wir haben jetzt 10 vor, um 3 geht es weiter. Um 15 Uhr, ich korrigiere mich, Entschuldigung. So, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen, möchte die Sitzung hiermit wieder eröffnen. Von Dr. Thomas Gudos wurde die Sitzungsunterbrechung beantragt. Darf fragen, ob noch mal das Wort gewünscht wird. Ich sehe, Moment, Björn Sänger, wenn ich das von hier richtig sehe. Ja. Frau Dr. Masowski ist auch. Ah ja, Frau Dr. Masowski. Björn Sänger, bitteschön. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ein bisschen Ruhe in die Diskussion reinbringen und doch nochmal auf den Punkt kommen, um den es eigentlich geht. Der Dr. Knoche hat sehr viel Richtiges gesagt, gleichwohl, auch Kollege Williges, ist es natürlich in der Tat so, dass man nicht immer alle Positionen des jeweiligen politischen Mitbewerbers teilt. Aber in dieser Situation ist es auch so, dass ich natürlich davon ausgehen muss, dass ein Mitglied der AfD-Fraktion tatsächlich all das teilt, was auf anderen Ebenen so von sich gegeben wird und was in der Tat unerträglich ist. Und solange es kein gegenteiliges Signal gibt, muss ich davon ausgehen, dass das jeweilige Mitglied dann dieses Gedankengut auch tatsächlich in das zweithöchste hessische Gericht hineinträgt. Und es gibt ja einen Fall hier im Haus, wo jemand gesagt hat, nein, diesen Weg gehe ich nicht mit, das ist ein Irrweg. Und ich bin ein großer Freund davon, weil natürlich kann man argumentieren, die sind gewählt und die müssen sich erst mal beweisen, gibt es ja viel. Habe ich auch schon drüber gelesen, ist auch schon mal so ein Experiment mit so einer Gruppe durchgeführt worden. Habe ich im Geschichtsbuch drüber nachgelesen. Es ist schiefgegangen, das Experiment. Und daraus ziehe ich persönlich den Schluss. Daraus ziehe ich persönlich den Schluss, dass ich mich, und das ist das, was ich aus der Geschichte gelernt habe, auf solche Experimente zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, bei sowas lieber erst gar nicht einlasse. Sondern dann suche ich doch eine Alternative, die wirklich in allen Fragen über jegliche Zweifel erhaben ist, auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung an einem solchen Gericht entsprechend zu verteidigen. Und auch noch was anderes ist mir aufgefallen, und den geschichtlichen Schluss kann man natürlich auch ziehen.
dass es auch seinerzeit Gruppen gegeben hat aus dem konservativen Bereich, durchaus auch aus dem liberalen Bereich, die gesagt haben, ja, ganz so schlimm ist das nicht und der wird ja scheitern. Ist er dann auch, hat aber 12 Jahre gedauert und das Ergebnis war auch nicht gut. Auch diese geschichtliche Verantwortung sollten konservative Kräfte, zu denen vielleicht auch die Grünen gehören, mal drüber nachdenken, wie man sich da an dieser Stelle verhält. Wir haben hier einen Weg aufgezeigt, wie man hier zu einem Ergebnis kommen kann. Ich würde mich freuen, wenn der am Ende dann auch die erforderlichen Mehrheiten findet. Vielen Dank. Frau Dr. Masowski, bitteschön. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben den Änderungsantrag mit unterschrieben. Und zwar aus folgendem Grund. Für uns ist gerade die Wahl der ehrenamtlichen Richter am Verwaltungsgericht eine Persönlichkeitswahl. Und ich finde es schade, dass es nach dem Parteienproporz im Prinzip verteilt wird. Nicht alles, was Dr. Knoche eben gesagt hat zu dem Antrag, findet unsere Zustimmung. Das muss ich auch sagen. Es ist teilweise so stark gefärbt, dass wir sagen, das ist auch nicht der richtige Weg, wenn man hier irgendwo einen Konsens finden will. Wir glauben aber, dass die in dem Änderungsantrag vorgeschlagene Person wirklich eine Persönlichkeit ist, die im öffentlichen Leben gestanden hat, noch steht und die über jeden Zweifel erhaben ist. Und deshalb bitte ich um Zustimmung für diesen Änderungsantrag und lasst uns nicht auf irgendwelche, jetzt fehlt mir wieder das Wort, Experimente, herzlichen Dank, auf Experimente einlassen. Wir haben es eben in der Runde mit den Fraktionsvorsitzenden, habe ich es auch schon mal gesagt, alles, was die AfD in der Öffentlichkeit bisher von sich gegeben hat, ist etwas, was nicht unbedingt mein Weltbild und mein Lebensbild ist. Und ich glaube, wenn man in diesem Hause auch Entscheidungen trifft, die für Asylanten wichtig ist, die für sozial schwache Familien wichtig ist, dann müsst ihr schon euer Bild, was ihr in der Öffentlichkeit verbreitet, überdenken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle korrigieren. Die Zeit wird es zeigen. Deshalb trotz alledem, es wäre schön, wenn hier von AfD-Seite verzichtet worden wäre. Aber wir behalten den Änderungsantrag trotzdem aufrecht. Dankeschön. Vielen Dank. Manch einer hat es schon gesehen und gefunden, manch eine auch. Der Kuchen steht bereit. Herr Engelhardt, bitteschön. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier Wahlpolitik machen. Es geht doch eigentlich um die Person, die im Hessischen Verwaltungsgericht Recht sprechen soll, zusammen mit den amtlichen Richtern. So wie ich das 2 Perioden beim Hessischen Finanzgericht gemacht habe. So einfach ist das. Aber wenn man jetzt Parteipolitik mit reinspielen lässt, es stimmt, die AfD wird sich noch öfters häuten. Es werden sicherlich hier und da auch mal Leute ausgetauscht werden in der Führungsspitze, wie wir sie in anderen etablierten Parteien erleben durften. Wie haben die Grünen sich etabliert? Die Linken sind vom Verfassungsschutz beobachtet worden, wir noch nicht einmal, nur gedroht. Und viele, viele Dinge. Also wir müssen erst uns auch richtig finden. Ich stehe auf dem Grundsatz unserer Demokratie, unseres Grundgesetzes, und da lässt sich nichts dran rütteln. Da steht so, wer mich persönlich kennt, der weiß das auch. Und wenn Sie meine Leserbriefe lesen, ich eck da mal hier und da an, aber das ist meine Meinung, da bin ich offen und da sage ich das auch. Und das finde ich auch gut in der AfD, dass man da noch seine Meinung sagen kann, dass es keinen Fraktionszwang gibt beispielsweise. Das sind so Dinge, die mir richtig Spaß machen. Und ich meine, ich klebe nicht unbedingt an diesen Verwaltungsgerichtsposten, ist ja mit Arbeit verbunden. Das klebe ich dran. Aber ich meine, es ist jetzt an der Zeit, Farbe zu bekennen. Wir werden wahrscheinlich geheim abstimmen und dann müssen wir jeder für sich nach seinem Gewissen endlich mal entscheiden. Das ist doch mal wichtig. Nicht Fraktionszwang oder so. Ne? Der Vorsitzende hat gesagt, und jetzt mache ich das auch. Heute habt ihr die Gelegenheit zu beweisen, ihr selbst entscheidet. Dankeschön. Okay, das Wort hat jetzt Andreas Mock. Bitteschön. Im Übrigen eine ganz kurze Erläuterung, Herr Engelhardt, es handelt sich hier um Sachbeschluss und der ist dann eben nicht geheim, sondern eben offen abzustimmen nach 54.2 HGO.
Nur kurz die Erläuterung für Sie. Bitte schön, Herr Mock. Sehr geehrter Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin schon ein bisschen irritiert, wie die Debatte jetzt abläuft. Das muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Und was mich besonders irritiert, ist, dass es von den Personen, die es hier vorgetragen haben, kommt. Es fällt mir schon schwer, eine Debatte zu führen. Also es fällt mir schon schwer, eine Debatte zu führen über eine Person, über die ich jetzt jedenfalls namentlich nichts weiß, dass sie vorbestraft ist, rechtlich die Voraussetzung nicht erfüllt, durch den Verfassungsschutz beobachtet wird oder Ähnliches. Und deswegen dieser Person, weil sie in einer Partei ist, deren Inhalte die meisten von uns in diesem Haus nicht teilen. Wir als CDU sind auch eine Partei, die bei den Kommunalwahlen sicherlich ein anderes Ergebnis, genau wie die SPD, erzielt hätten, wenn die AfD nicht kandidiert hätte. Aber das kann doch nicht heute für die Entscheidung mit herangezogen werden. Das ist der Wählerwille, den haben wir zu tolerieren, das ist so. Und wenn die Regeln so gemacht sind, dass die Parteien nach ihrem Proport dann Personen melden für diesen Ausschuss, ja, da müssen wir, wenn wir da grundsätzlich Erwägungen haben, aber ich habe von den Freien Wählern noch nie was zu dem Thema gehört, außer heute, dann hätte man das schon mal zeitig aufgreifen müssen und sagen, wir wollen das nicht mehr, dann fällt das aber auch für alle anderen dann in den Rost und dann werden andere gewählt. Ob das schlauer ist, weiß ich nicht. Aber wenn wir das nicht so machen, dann muss es auch so bleiben, wie die Regeln vor einer Wahl waren. Wir können uns das nachher nicht aussuchen. Und Herr Dr. Knoche, ich verstehe es nicht ganz, Sie sind Rechtsanwalt, kennen das Unschuldsprinzip, verteidigen ja auch den einen oder anderen Mandanten. Da geht es um die eigentliche persönliche Schuld, bis das Gegenteil bewiesen ist. Hier reicht Ihnen, der ist Mitglied in irgendeiner Vereinigung, einer Partei, dann gilt kollektiv das, was die sagen. Ich weiß nicht, ob Sie sich so weit mit Ihrer Partei mal auseinandergesetzt haben und ich will da nicht die alten Zeiten der Vorgänger PDS erwähnen, sondern einfach mal ganz konkret die Linkspartei, heute im Hessischen Landtag, eine Frau Wissler ist ja dem einen oder anderen bekannt, Mitglied bei Links Unten, haben sich damals mal auseinandergesetzt, was Links Unten alles an Inhalten teilt. Wie weit die auf dem Boden der Verfassung stehen. Haben Sie mal reingeguckt, was das Artikel, was das Grundgesetz sagt zum Eigentumsrecht. Auch da hat die Linke ja durchaus andere abweichende Meinung, aber deswegen käme ich doch heute nicht auf die Idee, deswegen einen von den Linken nicht mehr eine Position zu wählen, wenn er dann den Proporz hat und wenn er die Mehrheitsverhältnisse hier widerspiegelt, dass der auch ehrenamtlicher Richter werden kann. Ich glaube, Herr Dr. Knoche, Sie wollen sich nicht jede Position Ihrer Partei zurechnen lassen. Und das will ich nicht und das wollen die wenigsten hier. Und Herr Sänger, ich erinnere mich an Zeiten von Herrn Möllemann, das war nicht so weit weg von dem, was die AfD macht. Also da muss man einfach mal sagen, auch da gibt es immer Ausleger, oder nehmen wir Herrn Sarrazin, wenn Sie schon lachen, ne? Den können wir ja auch nehmen. So, dem will sich ja auch keiner von Ihnen zurechnen lassen. Aber Dr. Knoche kommt hier nach vorne und sagt, das ist vollkommen in Ordnung, wenn einer in der Partei, an der Höcke irgendwo in Thüringen irgendwas sagt, dann kann ich hier ganz konkret die Person nicht wählen. Und das fällt mir schwer, weil wenn wir das in Zukunft machen, dann wird das hier heiße Debatten, lange Debatten geben und dann werden wir über jede Person nochmal nachgucken und dann greifen wir in die Rechte der Parteien ein, ein Vorschlagsrecht wahrzunehmen. Und das fällt mir schwer. Ich kann Herrn Sänger verstehen, der sagt, der will jetzt einen von der FDP reinbringen, ist eine günstige Gelegenheit, vollkommen in Ordnung, dann sagen wir das auch so. Aber schieben wir doch nicht immer jetzt so Scheinargumente vor, warum wir das anders und irgendwie verhindern wollen. Ich glaube jedenfalls, der Bürger auf der Straße versteht das dann nicht. Der sagt, er hat 8 Abgeordnete der AfD hier reingewählt und wir korrigieren die Ergebnisse im Nachgang. Das kann es nicht sein und das wird es mit der CDU nicht geben. Und da ist die Grenze dann auch erreicht, wo die Demokratie greift. Und Herr Sänger, Ihre großen Bedenken, Ihre Nähe zur AfD, Sie nehmen jemanden auf, der da gestern noch war. Wenn es um Position geht, ist das ja auch nicht alles so hochgekocht, wie wir sich das uns hier manchmal anhören müssen. Ne, da sind die Stimmen ja dann auch auf einmal recht, da fragt man dann auch nicht groß nach, wo die herkommen, ob die verfassungsfeindlich waren oder nicht, das passt dann alles schon. Also das muss man an der Stelle auch mal in aller Klarheit sagen. Dankeschön. Gut, bevor ich Frau Wojcieszek-Brock, kommen Sie bitte schon nach vorne, das Wort gebe, möchte ich noch mal daran erinnern, wir diskutieren hier die Aufstellung der Vorschlagsliste. Nicht die historischen Leistungen, Fehlleistungen von Parteien und sollten auch nicht Parteiprogramme übereinander legen. Das meine ich nicht ausschließlich auf den letzten Beitrag bezogen, Herr Mock, ausdrücklich nicht, sondern auf andere auch vielleicht. Sollten wir uns darauf besinnen und nicht nur vielleicht, eben wieder zum Kern der Sache zu kommen. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Vorsitzender, Sie haben mir da schon aus dem Herzen gesprochen. Das wäre genau mein erster Satz, den ich sagen wollte. Diese Rechts-Links-Debatte, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Das führt in eine ganz schwierige Richtung. Wir machen hier keinen Wahlkampf und wir werfen uns meiner Meinung nach nicht ständig vor, was früher oder da oder dort mal gewesen ist. Unsere Einstellung zu dieser Frage ist eine Gewissensentscheidungseinstellung. Wir sagen, das muss jeder Einzelne und jede Einzelne, die hier im Kreistag sitzt, entscheiden. Wie schätzt sie diese Kandidatur eines AfD-Kandidaten auf dieser Liste ein? Und es gibt, das möchte ich nochmal in Ihre Richtung sagen, Herr Engelwart, bei uns keinen Fraktionszwang. Und ich finde es auch eine infame Unterstellung, das sozusagen allen hier zu unterstellen. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass das Parteiprogramm der AfD das absolute Gegenteil, das Negativprogramm von uns Grünen und unserem grünen Programm ist. Aber darum geht es nicht. Es geht letztlich darum, wie jeder Einzelne entscheidet, ist das ein Zeichen? Ich persönlich gehöre zu denen, die sagen, ja, wir sollten das eigentlich verhindern in dieser Phase der politischen Situation, in der wir stecken. Ist das ein Zeichen, ein Signal, das man geben muss, um eine solche Entwicklung zu stoppen? Oder sieht man, wie es auch gut begründet wurde hier, dass eine demokratische Spielregel, die einzuhalten ist in unserem System? Das ist die Entscheidung und das muss jeder für sich treffen. Und ich bitte auch wirklich zur Kenntnis zu nehmen, dass wir Grünen uns damit nicht leicht tun, dass wir darüber uns intensiv auseinandergesetzt haben und jeder zu seiner und zu ihrer Entscheidung kommt. Und das wird jetzt bei der Abstimmung deutlich. Und ich möchte diese Proporz- und Grabenkämpfe hier damit bei dieser Frage, ich meine, es ist manchmal sowieso ätzend, aber bei dieser Frage wirklich raushalten. Dankeschön. Okay, mir liegen jetzt keine weiteren. Doch eine, Steffi Weinert, bitteschön. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es jetzt eine persönliche Stellungnahme ist oder auch nochmal zu uns, weil unsere Fraktionsvorsitzende ja schon geredet hat, aber es ist mir einfach ein Bedürfnis, nochmal einiges loszuwerden. Was mir eben als erstes aufgefallen ist, dass auf diesem Änderungsvorschlag alle Fraktionen draufstehen, auch die Grünen und die CDU, und dann nachträglich durchgestrichen wurden. Ich möchte jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir uns vorher im Ältestenrat darüber unterhalten haben, wie wir mit der AfD, mit Mitgliedern umgehen werden hier im Parlament und in der zukünftigen Arbeit. Und ich dachte eigentlich, dass die Mehrheit der Meinung war, dass die gewählten Mitglieder dieses Parlamentes sich hier selber qualifizieren oder disqualifizieren sollen. Und das liegt nicht in unserer Aufgabe, da einzugreifen. Und ich möchte jetzt weder Politik rechts oder links machen, weil darum geht es tatsächlich nicht, wie viele Vorredner schon gesagt haben, sondern es geht alleine um das Verfahren, Herr Knoche. Und wenn Ihnen das jetzt beim Verwaltungsgericht nicht aufstößt, was ist mit den ganzen anderen Ausschüssen, die wir hier gewählt haben, wo die AfD als regulärer Vertreter Wahlvorschläge eingereicht hat und auch gewählt worden ist? Was machen wir denn mit denen jetzt? Hätten wir da vorher auch eingreifen sollen, hätten wir uns ja alle zusammen gemeinsame Listen bilden sollen und hätten gesagt, tut uns leid, aber mit den Kollegen arbeiten wir nicht zusammen. Jetzt ist es plötzlich das Verwaltungsgericht, wo wir sagen, das geht nicht und das, ich sage jetzt mal eine Stunde vor der Sitzung, kommt so ein Vorschlag drauf und wo die Diskussion jetzt hier vielleicht auch einfach am Inhalt ein bisschen vorbeigeht. Das widerstrebt mir wirklich. Und ich möchte nicht in diese Ecke gerückt werden, jetzt irgendwie rechts oder AfD zu unterstützen, aber ich werde diese Änderung ablehnen. Danke. Okay, das Wort hat Michael Aufnanger danach, Herr Kaufeld. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, also ich kann mich eigentlich den Worten hier nur anschließen. Was hier jetzt gelaufen ist oder auch der Hinweis des Kreistagsvorsitzenden, den ich richtig finde, das eigentlich, sage ich mal, auf die Sachebene zurückzubringen, das ist immer auch ganz leicht gesagt, aber da kann man nur eins sagen, den allergrößten Startschuss, den hat der Herr Knoche
gegeben für diese Debatte und für diese Diskussion. Und ich finde es auch erschreckend, wie, auch wenn ich die Inhalte nicht teile, auch zutiefst gewisse Äußerungen von Einzelpersonen verabscheue, so still nach dem Motto, Jerome Boateng, den hätte ich auch gerne als Nachbarn, dann wüsste ich nämlich, ich habe es geschafft in meinem Leben, meine Kinder möchten das auch gerne, das ist ganz klar. Und da nur ein Hinweis an Sie, Herr Knoche, weil Sie das eben auch so genannt haben, wenn Sie diesen Maßstab, den Sie eben angelegt haben, auch wirklich an sich selbst, an Ihre Partei selbst legen würden, was dort geäußert worden ist, plus Vergangenheit, die wir zwar nicht mehr aufwühlen wollen, dann müssten Sie für sich ganz andere Konsequenzen ziehen. Das vielleicht nur mal an dieser Stelle. Und ich sage mal, den größten Bärendienst, den wir uns eigentlich geliefert haben, ist, dass wir nicht einfach hier eine Wahl durchgeführt haben, anstatt hier ellenlang über solche Dinge zu diskutieren. Und ich kann nur allen politischen Parteien anraten, die Dinge, die Themen, die von der AfD beziehungsweise auch von den Wählern der AfD aufgegriffen werden, die im politischen Rahmen ernst zu nehmen, auch zur Kenntnis zu nehmen und auch Einstellungen, die da sind. Und das will ich einfach zum Abschluss hier nochmal sagen, weil eben vom Herrn Knoche auch die Aussage von Herrn Gauland, eine fürchterliche und schreckliche Aussage, genannt wurde als ein Argument, nicht zu wählen. Im Übrigen Strafmündigkeit ab 12 Jahren sind Dinge, über die man sicherlich auch zumindest diskutieren kann und die sicherlich nicht gegen die Würde des Menschen sprechen können. Ja, da gibt es zumindest, ja, wie man das ausgestaltet ist, eine andere Frage, da wollen wir heute nicht drüber reden. Ich möchte Ihnen nur eins zum Abschluss sagen. Ich habe hier eine Umfrage und da sind wir bei der Frage, wer möchte denn den Jerome Boateng zum Nachbarn haben? Und da sagen 87% der AfD, sie wollen den Jerome Boateng gerne als Nachbarn haben. Das nur mal für Sie zur Kenntnis, Herr Knoche. Okay, Herr Kaufeld, bitteschön, dann Uli Gottschalk. Sollte es jedoch noch dazu kommen, dass Taktikvorschläge für Deutschland, Italien unterbreitet werden, dann würde ich die Sitzung nochmal unterbrechen. Bitte schön. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben ja diesen Änderungsantrag als Freie Wähler mitgetragen und dazu stehe ich vom Grundsatz her auch noch, denn wir wollten ganz einfach eine Person, die also unbescholten ist und zweifelsfrei ist, wollten wir da hinschieben. Und wir haben gedacht, naja gut, AfD, das ist also, die müssen sich also erstmal zeigen und beweisen. Mir war auch die Person AfD nicht bekannt, habe ich jetzt eben erfahren. Das ist sicherlich eine integre Person. Aber was mir nicht gefällt, das sage ich ganz offen und ehrlich, und darum werde ich diesem Antrag auch nicht mehr zustimmen. Ich werde mich wahrscheinlich enthalten. Was mir nicht gefällt, ist also diese Diskussion links und rechts. Ich kann der AfD nicht die Verbrechen der Nationalsozialisten vorwerfen. Denn wenn ich das tue, dann muss ich den Linken auch das vorwerfen, was die Kommunisten angestellt haben. Und von daher sage ich für mich ganz persönlich, hätte ich dem Antrag zugestimmt, wenn es keine Begründung gegeben hätte. Aber die Ausführungen, Herr Dr. Knoche, tut mir furchtbar leid, die gefallen mir nicht und denen kann ich auch nicht zustimmen. Dankeschön. Danke, Uli Gottschalk. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will vielleicht nur für die SPD-Fraktion klarstellen, wir reden über die Vorschlagsliste und selbstverständlich können wir als Abgeordnete, als frei gewählte Abgeordnete dann auch diese Vorschlagslisten verändern. Daran ist nichts irgendwie zu bemängeln. Und ich darf Ihnen erläutern, dass wir in der Fraktions eben in der Unterbrechung die Fraktion beraten hat und meine Fraktion, unsere Fraktion gesagt hat, wir werden dem Änderungsantrag der FDP zustimmen, weil sie wirklich einen integeren Vorschlag enthält. Und ich darf an Herrn Engelhardt vielleicht einfach nur sagen, er hat ja die Gelegenheit, alle Zeit der Welt sich in den nächsten 4 Jahren hier im Kreistag zu bewähren, uns zu zeigen, dass er eine Persönlichkeit ist, dem das Wohl des Kreises am Herzen liegt. Aber im Moment gehen wir erstmal davon aus, dass es schwierig ist. Ich lese Ihnen mal einen Teil vor, gerade auch an die CDU-Kollegen. Da gibt es
Aussagen, zum Beispiel, wenn Björn Höcke auf Marktplätzen fordert, Angela Merkel müsse in einer Zwangsjacke aus dem Kanzleramt geführt werden und Parteivize Alexander Gauland wirbt dafür, Widerstand zu leisten. Die Kanzler, die Diktatorin, wir sind im Kreistag, aber trotzdem bekennen sich ja diese Herren offensichtlich zu dem Wahlprogramm, was die AfD auf Bundesebene hat und auch zu den Spitzen. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es unserer Fraktion übrigens auch freigestellt. Eine Gewissensentscheidung ist das, haben Sie gesagt. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass meine Fraktion einstimmig diesen Änderungsantrag mittragen wird. Okay, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung, den Herrn Borschel und dann, kleinen Augenblick, das ist der Herr Richter. Sorry, ich bin noch nicht allen Namen so ganz vertraut. Und ich würde Sie dann bitten, uns ein Stück weit in Selbstdisziplin zu üben und die Diskussion dann einzustellen. Das ist aber nur eine persönliche Empfehlung von mir. Herr Borschel, bitte. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde Ihrem Wunsch folgen, hatte es ohnehin vorgehabt, wo mich die Vorrednerin wieder ein bisschen irritiert hat. Zwei Äußerungen von mir oder drei zum Verfahren. Für mich war es ein politisches Lehrstück, was heute Abend hier oder heute Nachmittag hier abläuft. Ich hätte nicht gedacht, dass in einem Kreistag, in einem Organ, was eigentlich sich durch hohe Professionalität äußert oder zeigt, solche Verfahren möglich sind. Ich will Ihnen kurz erläutern, warum. Ich zitiere den Kollegen Williges, der die Vorlage nochmal zitiert hat, unter dem Passus, was bei der Aufnahme der vorgeschlagenen Person auf die Vorschlagliste zu beachten ist, wurde den Fraktionen, da gehe ich davon aus, dass alle gemeint sind, vom 10. Mai 2016 mitgeteilt. Es wurde signalisiert, eine gemeinsame Vorschlagsliste aufzustellen. Was ist stattdessen passiert? Vom 10. Mai bis heute, 30. Juni, zwei Stunden wahrscheinlich vor der Sitzungseröffnung, hat erst die Änderung auf einmal stattgefunden oder ist jemand aufgestoßen oder was auch immer. Das zeichnet sich nicht durch hohe Professionalität aus, meine Damen und Herren. Zweiter Punkt. Wir haben uns oder alle Fraktionsvorsitzenden haben sich darauf geeinigt, und heute kommt man an und sagt, April, dieser gemeinsame Wahlvorschlag gilt nicht mehr. Ja, da frage ich mich doch, warum soll, nur weil Herrn Dr. Knoche aufgestoßen ist, dass diese Person fragwürdig ist, wir alle diesem Votum folgen? Nächster Punkt. Und jetzt bin ich nochmal bei dem, was die Kollegin Weinert schon zu Ihnen gesagt hat, Herr Dr. Knoche. Ich finde es schlichtweg bigott, wenn nicht verlogen, wenn Sie auf der einen Seite mit zweierlei Maß messen. Wenn Sie Probleme mit den Kolleginnen und Kollegen auf der rechten Seite dieses Parlaments haben, dann ziehen Sie es bitte konsequent durch. Aber teilen Sie nicht auf in die Guten und die Schlechten sozusagen. Da geht es bei Herrn Kaufeld nicht, oder Entschuldigung, bei Herrn Engelhardt, da geht es nicht. Aber bei den anderen Wahlen, da ist es vollkommen in Ordnung, dass die AfD bei uns vertreten ist. Das ist meiner Ansicht nach nicht solide durchdekliniert. Da hätten Sie sich vorher bei Ihren Wahlverfahren auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen können und eine einheitliche Linie fahren. Dankeschön. Okay, das Wort hat jetzt Herr Richter, bitteschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ein wenig überrascht. Ich bin hierher gekommen als Abgeordneter, bin auch gewählt worden und Nachzügler, weil der Herr Pudewell nicht mehr angetreten ist. Und ich bin überrascht darüber, wie mit einem hier umgegangen wird. Vor Ihnen steht ein Mensch, der genau wie Sie in dieser Gesellschaft schlicht und einfach lebt und sich versucht, politisch einzubringen. Das versuche ich mit der SPD bei uns in Fulda-Brück-Bergshausen. Und ich denke, dass ich da auch nicht irgendwie besonders auffällig bin, sondern dass ich da auch versuche, einen guten Job zu machen. Und das können Sie allen unseren Kollegen ebenfalls unterstellen. Wir versuchen, einen guten Job zu machen. Es wird uns immer gesagt, wir würden Hass innerhalb der Gesellschaft sehen. Jetzt frage ich Sie ganz offen, haben Sie von uns etwas Ähnliches hier schon mal erlebt? In Gesprächen draußen oder hier vorne am Podium? Nein, das, was ich erlebt habe, war aber Hass gegenüber uns. Und zwar richtig gehender Hass, indem man etwas nimmt und uns kategorisiert, und man uns aber immer vorwirft, wir würden andere kategorisieren. Das finde ich sehr interessant. An dem Antrag, der nachher von Herrn Knoche kommt, wird man sehen,
Integration haben die Linken noch nicht verstanden. Und deswegen kann ich auch der SPD nur sagen, Sie liegen falsch, wenn Sie einen Kollegen von uns, der absolut in dieser Gesellschaft zu Hause ist, so wie jeder von Ihnen auch, der könnte auch in der SPD sein, er hat halt eine andere politische Vorstellung seit 2013, dass man einfach sagen muss, dieser Mann wird an dieser Stelle seinen Job genauso gut machen wie jeder andere aus diesem Haus. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe also die Aussprache. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zunächst über den Änderungsantrag, dann über die Gesamtvorschlagsliste, wobei ich dann nochmal zu den Auswirkungen vor der zweiten Abstimmung etwas sagen möchte. Zunächst lasse ich den Änderungsantrag, wie er jetzt auch den Fraktionen wohl mittlerweile vorliegt, beziehungsweise den Fraktionsvorsitzenden vorliegt, darüber abstimmen. Wer dafür ist, bitte ich ums Handzeichen. Gut, wer ist dagegen? Enthaltungen? Bei dann noch zwei verbliebenen Enthaltungen. Okay, damit ist die Mehrheit erreicht. Bevor ich zur Gesamtabstimmung der Liste komme, das heißt unter Nummer 6. Können wir das Ergebnis bitte haben? Das können wir auch haben. Dankeschön. Andreas. Neunundvierzig dafür. Neunundzwanzig dagegen und eben die zwei Enthaltungen. Ich wiederhole nochmal 49, 29, 2. Okay, zu den Voraussetzungen. Hat das ja eben gesagt, die Nummer 6 wird dann eben entsprechend des Änderungsantrages getauscht. Entgegen der Vorlage, Hinweis letzter Satz, das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben eben nochmal nachgesehen, bei dem entsprechenden Schreiben der Justizverwaltung ist es also so, dass es hier darum geht, spielt aber im Ergebnis keine Rolle, ich wollte es nur richtig stellen, um 2/3 der Anwesenden. Anwesende hat man im Moment noch 80. Das ist also der gleiche Teiler wie 81, also müssten dann 54 Personen dem zustimmen. Ich darf Ihnen erläutern, was bedeutet, wenn das nicht passiert. Wenn das nicht passiert, wir haben bis zum 31.07. Zeit, vorher haben wir also keine Kreistagssitzung mehr, das heißt vom Landkreis Kassel würden dann auf der Vorschlagsliste für den Wahlausschuss keine Personen auftauchen. Das wäre also dann die Konsequenz, das sollte Ihnen oder möchte ich Ihnen nochmal deutlich machen, dass es Ihnen bei Ihrer Entscheidung auch entsprechend bewusst ist. Das heißt, wenn wir jetzt nicht mindestens bei der Abstimmung über den so geänderten Beschlussvorschlag die 54 Stimmen erhalten, dann bleibt für den Wahlausschuss, was den Landkreis Kassel anbelangt, die Auswahl bei 0. Okay. Gut, ich lasse dann jetzt über den so geänderten Vorschlag abstimmen. Wer dem sein Handzeichen gibt, den bitte ich darum. So, jetzt müssen wir in der Tat genau zählen, weil jetzt feststehen muss, ob man die Anzahl erreichen. Gut, 51 dafür, dagegen?
Hinten haben wir es. Enthaltung? Eine. So, und Gegenstimmen hat man dann 28, wenn ich es von hier aus richtig rechne, ne? Okay. Damit schlägt der Landkreis Kassel dem Wahlausschuss niemanden vor. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt. Kleinen Augenblick, natürlich hier zwischen gefordert. 30, bitte. Herr Günther, ich korrigiere Sie gerne, aber wir hätten gerne die Stimmenabgabe. Ich habe sie gerade eben bekannt gegeben. Ich gebe es auch gerne nochmal bekannt. Nochmal, 51 zu, was hat man gesagt? 28 zu 1. Bitteschön. Hatte ich aber eben davor schon gesagt. Gut, vielleicht ist ja nicht richtig angekommen. Vielleicht war ich zu schnell und zu leise, was ja vorkommen kann. Gut, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Kleinen Moment, das ist dann 33. Da müsste zumindest den Fraktionsvorsitzenden ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, Die Linke, FDP, Freie Wähler, Bündnis 90, Die Grünen, CDU vorliegen mit drei einzelnen Punkten zur Beschlussfassung. Ist das so? Um den wird es dann letztendlich in der Abstimmung am Ende des Tages, nein, am Ende des Tagesordnungspunktes natürlich gehen. Herr Dr. Knoche, bitteschön. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ein neues Thema, ein anderes Thema, ein Sachthema. Wer in diesem Haus wäre nicht begeistert, wenn es bald, möglichst bald zur Sicherung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum tatsächlich zu einem Neubau der Kreisklinik Hofgeismar kommt? Das Krankenhaus in Hofgeismar, Notfallstandort mit knapp 130 Betten, ist, das wissen Sie, baulich etwas in die Jahre gekommen. Im Sozialministerium in Wiesbaden liegen bereits seit längerer Zeit die Pläne für einen Klinikneubau Hofgeismar mit einer angedachten Kooperation zusammen mit dem evangelischen Krankenhaus Gesundbrunnen in Hofgeismar. Die GNH, also die kommunal geführte Holding Kassel, will dafür 37 Millionen Euro investieren, eine beachtliche Summe. Das Land hat verlautbaren lassen, sich mit einem Zuschuss von 15 Millionen Euro zu beteiligen. Und der Landkreis prüft ebenfalls eine kommunale Beteiligung. Die Prüfung ist, soweit ich jetzt informiert bin, noch nicht abgeschlossen, aber angedacht sind beispielsweise kommunale Bürgschaften. Das, meine Damen und Herren, ist eine grundsätzlich hervorragende Ausgangslage. Statt Klinikschließungen auf dem Lande, Beispiele Helmershausen, Geburtshilfe Wolfhagen, hatten wir genug, wird in der Klinikpolitik seit der Ablösung von Herrn Dr. Sontheimer offenbar, und das ist schon erfreulich, in umgekehrter Richtung gedacht. Man will endlich den Standort Hofgeismar auch für die Zukunft sichern und in ein dezentrales, regionales Projekt investieren. Aber, meine Damen und Herren, das Projekt ist so ein bisschen ins Stocken geraten, weil zum einen die Fläche für den Neubau noch nicht definitiv feststeht, genauer noch kein Bau- und Planungsrecht vorliegt, und zum anderen die zukünftige Kooperation mit dem kirchlichen Krankenhaus noch nicht, ich sage es einmal so, näher definiert bzw. ausgehandelt ist. Aber, meine Damen und Herren, das soll und darf die Politik im Kreistag hier nicht davon abhalten, positive Signale gegenüber der GNH zu setzen und die Verantwortlichen mit Rat und Tat kraftvoll zu unterstützen. Mit anderen Worten, ein klares Signal möglichst aller Fraktionen in Richtung GNH und Landesregierung unter der Überschrift: Der Landkreis Kassel will den Klinikneubau. Das ist heute Thema und Gegenstand des Antrages, der mittlerweile ein gemeinsamer Antrag von zumindest vier Fraktionen ist. Erfreulicherweise, wie gesagt, mittlerweile Linke, SPD, Freie Wähler, FDP. Wir unterstützen mit dem Antrag den Landrat zusammen mit der Stadt und dem der Stadt Hofgeismar und dem Sozialministerium zeitnah eine zukunftsfähige Lösung für einen Krankenhausneubau zu finden. Klar auch unter Einbeziehung des evangelischen Krankenhauses Krähenberg. Mit der dortigen Geriatrie und der neurologischen Frühhabilitation gibt es ja bereits heute schon eine gute Kooperation. Die Stadt Hofgeismar und der Landkreis sind in der Verantwortung, Bau- und Planungsrecht zu schaffen. Das ist uns wichtig, dass das jetzt auch zügig passiert. Denn ohne Baurecht kein erster Spatenstich, ohne einen ersten Spatenstich kein Neubau.
Die Beschäftigten der Klinik vor allem, aber auch die Menschen im Altkreis Hofgeismar warten auf eine positive Entscheidung. Wenn man mit den Menschen nur auf Geismar spricht oder überhaupt im Altkreis, alle fragen ein, wann geht's denn los? Klappt das denn mit dem Klinikneubau? Die Menschen warten darauf. Auf eine positive Entscheidung, warten darauf, dass es endlich losgehen kann. Und ich bin auch optimistisch, dass es gelingt, denn am 25. Juli, so wurde uns in den Ausschussberatungen gesagt, wird ein weiteres Vermittlungsgespräch mit allen Beteiligten stattfinden. Richtig ist auch, dass wir uns frühzeitig Gedanken über die Folgenutzung des alten Gebäudes machen müssen. Eine Idee, die kommt von der FDP. Eine Idee macht ja insofern bereits in Hofgeismar die Runde, das relativ alte und verschachtelte Gebäude aufgeben und abreißen. Hofgeismar könnte in guter Lage ein stattliches Neubaugebiet bekommen. Auch das stärkt den ländlichen Raum, schafft Bau- und Arbeitsplätze. Fazit. Wir alle können mit dem Klinikneubau in Hofgeismar nur gewinnen. Und ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem gemeinsamen Antrag. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Frank Nikutta. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der schulischen Versorgung schauen die Menschen, wenn sie sich in einer Region wohlfühlen wollen, als nächstes sicherlich nach der medizinischen Versorgung. Wir haben deshalb allein in der letzten Legislaturperiode des Öfteren das Thema medizinische Versorgung auch hier im Kreistag gehabt. Und ich prognostiziere, dass wir das auch zukünftig haben werden, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Von daher haben wir sehr erfreut als SPD-Fraktion zur Kenntnis genommen, dass die GNH 37 Millionen, Herr Dr. Knocher hat bereits darauf hingewiesen, am Standort Hofgeismar investieren möchte. Wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder auch Informationsveranstaltungen im Kreishaus, die auch alle Fraktionen besucht haben, wo wir uns informieren konnten, was denn zukünftig geplant ist. Und wir haben von der GNH zuletzt von Herrn Honsel gehört, dass er eine Kooperation mit dem Evangelischen Krankenhaus am Standort Krenberg anstrebt, um Einsparpotenziale und Synergieeffekte erzielen zu können. Das ist vom Grundsatz her in Ordnung. Beide Partner haben sich darauf auch öffentlich positiv verständigt. Sie haben erwähnt, Herr Dr. Knoche, das alte Gebäude am jetzigen Standort an der Liebenauer Straße Richtung Liebenau ist sicherlich für das nächste Jahrzehnt nicht zukunftsfähig, sodass man sich Gedanken gemacht hat, was kann man machen. Und auch uns erfreut es, dass wir neulich auch in der HNA öffentlich von Herrn Honsel lesen konnten, die GNH möchte die kleinen Krankenhäuser, und dazu zählt nicht nur Hofgeismar, sondern auch Wolfhagen und Bad Arolsen, stärken. Das ist ein gutes Signal, ein positives Signal für die medizinische Versorgung im Landkreis Kassel, für die Menschen, die in unserer Region auf ärztliche Versorgung angewiesen sind, aber auch für die Arbeitsplätze, die dort in der Kreisklinik in Hofgeismar vorgehalten werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und aus diesem Grund begrüßen wir es, und ich denke, es ist auch wichtig, dann heute diesen Antrag zu stellen, dass wir dem Landrat unterstützen in seinen Bemühungen zusammen mit der Stadt Hofgeismar, dem Hessischen Sozialministerium, dem wir auch dankbar sind, dass wir im Krankenhausentwicklungsplan aufgenommen worden sind. 15 Millionen sollen vom Land Hessen dazugegeben werden. Ohne diesen Zuschuss wäre es sicherlich nicht möglich, diesen Krankenhausneubau zu realisieren. Eine zukunftsfähige Lösung für die Versorgung in diesem stationären Bereich in Hofgeismar in der Nordspitze des Landkreises für den Altkreis insbesondere tragfähig zu machen. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass in diese Lösung, die jetzt gesucht wird, und wir haben gehört, und das steht auch in der Beantwortung der Anfrage des Berichtsantrages der CDU-Fraktion vom Kreisausschuss, dass es Ende Juli ein Gespräch mit allen Vertretern geben wird, um eine tragfähige Lösung für diese Situation zu schaffen. Und wir erhoffen uns, dass bei diesem Gespräch herauskommt, dass möglichst alle Synergieeffekte, die möglich sind, alle Kooperationsmöglichkeiten auch in Richtung des Evangelischen Krankenhauses genutzt werden. Weil natürlich wollen wir auch, dass das Evangelische Krankenhaus am Standort Hofgeismar auch zukunftsfähig bleiben wird. Und was wäre da besser, als wenn diese beiden Partner auch noch stärker zusammenarbeiten, als das bisher vielleicht auch der Fall war.
Wir haben aber jetzt feststellen müssen, und da bin ich auch sehr gespannt, oder wir sind sehr gespannt, was die Gespräche ergeben werden, dass es wohl doch nicht so ganz einfach ist mit der räumlichen Nähe. Es gibt Probleme mit dem Bauland. Allein wenn man sich vorstellt, dass dort Strommasten sind, dass der Rettungshubschrauber da vielleicht Probleme hat zu landen, um die Notfallversorgung sicherzustellen. Das sind Dinge, die man vielleicht in einem ersten Aufschlag nicht so beachtet hat. Und uns würde natürlich freuen, wenn die bisherige Lösung, die vorgesehen war, trotzdem realisiert werden kann. Aber wenn es dann an anderer Stelle nur geht, aus den Gründen, die ich gerade skizziert habe, dann ist es sicherlich auch noch eine gute Lösung für unsere Kreisklinik. Und wichtig ist dann dabei, die Synergieeffekte nicht aus den Augen zu lassen. Das heißt, wir sprechen uns heute eindeutig als SPD dafür aus, diesen Antrag zu unterstützen. Der ist ja entstanden auch durch die Ausschussberatung. Ich kann nur für den Wirtschaftsausschuss reden, wo ich Mitglied bin, was eine sehr fruchtbare Diskussion gewesen ist. Hinzu ist jetzt noch der Antrag der FDP gekommen. Es ist sicherlich richtig und denke ich auch selbstverständlich, dass sich der Kreisausschuss parallel mit dem alten Gebäude, was ja in unserem Eigentum sich befindet, ist ja kein Eigentum der GNH, sondern der Landkreis Kassel ist ja Eigentümer dieses Gebäudes, auch auseinandersetzt, um dann ein tragfähiges Konzept für die zukünftige Nutzung, dann denke ich auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Hof Geismar zu spielen. Und aus dem Grund ist es eine tolle Sache, dass so viele Fraktionen, Herr Dr. Knoche hat darauf hingewiesen, diesen Antrag jetzt als gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen, um hier noch ein positives Signal an die GNH auch setzen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Dr. Masowski. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, der nördliche Landkreis braucht eine funktionierende medizinische Versorgung. Es ist eben schon gesagt worden. Die Schließung des Krankenhauses Helmershausen vor nicht allzu langer Zeit hat schon sehr, sehr wehgetan. Und gerade auch deshalb muss sichergestellt werden, dass das Krankenhaus Hof Geismar langfristig gesichert wird und eine ausreichende medizinische Versorgung, die über die medizinische Notfallversorgung hinausgeht, gegeben ist. Den Neubau, das hat uns Dr. Sontheimer schon, versprochen und der Herr Honsel hat es ähnlich formuliert. Aber der Teufel ist ein Eichhorn, wie man so schön sagt. Herr Dr. Sontheimer hat auch gesagt, Helmershausen will er nicht schließen und hatte gleichzeitig schon die ersten Inventarteile verkauft. Mit diesem Antrag, der heute zur Diskussion steht, wollen wir deutlich machen, dass ein Neubau auch im Zusammenhang und in Kooperation mit dem Krankenhaus am Krähenberg sinnvoll und auch wünschenswert ist. Inwieweit die Kooperation dann funktioniert, müssen wir sehen. Und wir wollen damit auch ein Signal geben an die Stadt Hof Geismar und das Einzugsbereich des Krankenhauses, dass die Sicherung der medizinischen Versorgung unverzichtbar notwendig ist und wir alles tun werden, das Krankenhaus dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. Und es ist auch schon gesagt worden, der Herr Nikutta hat es eben gesagt, im Zuge der Planung für den Neubau muss auch jetzt bereits darüber nachgedacht werden, was dann mit dem alten Krankenhausstandort passiert an der Liebenauer Straße und welche potenziellen Folgenutzungen sinnvoll und möglich sind. Aus diesem Grunde bitten wir um Zustimmung für den von fast allen Fraktionen getragenen gemeinsamen Antrag. Dankeschön. Danke, Frau Annalena Habel. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich mal was zu einer Sache sagen darf im politischen Sinne. Und ich freue mich auch, dass es uns gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag jetzt hier für dieses wichtige Ziel doch zu erreichen. Der Herr Sänger hat dankenswerterweise den Vorschlag meines Fraktionsvorsitzenden aus dem Haupt- und Finanzausschuss aufgenommen, hat ihn hier als Punkt 3 mit aufgenommen. Das finde ich wirklich gut. Das heißt, wir können dem auch so vollumfänglich zustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Historie her, ich habe mich sehr erschrocken, es ging meinen Fraktionskolleginnen auch so, als wir durch die HNA erfahren haben, dass es eben Probleme mit dem Standort gab. In der Sozialausschusssitzung hatte Frau Selbert schon dankenswerterweise ausgeführt, dass es sich, sage ich mal, um die normalen Unvorhersehbarkeiten in einer Planung handelt, Probleme mit dem Grundstück und so weiter und so fort. Und von daher
ist es einfach nochmal wichtig, der Herr Landrat ist wohl schon in sehr engem Kontakt mit der GNH, mit dem hessischen Sozialministerium, mit der Stadt Hofgeismar und verhandelt. Und ich möchte ihm in diesem Sinne auch gerne den Rücken stärken mit einem starken Signal hier aus unserem Parlament. Und von daher freue ich mich, dass wir auch mal Einigkeit zeigen können und dass wir wirklich auch mal was gemeinsam machen können. Das finde ich gut. Ich hätte gerne noch einen Wunsch. Dieses Konzept, es wäre natürlich schön, wenn wir da relativ zeitnah ein paar Ideen sammeln könnten und ein Konzept ausarbeiten könnten und das dann auch möglichst umgehend dem Kreistag vorlegen können, damit wir auch so eine gewisse Planungssicherheit haben und uns auch schon mal Gedanken darüber machen können, was wir dann mit den alten Gebäuden von der Kreisklinik in Hofgeismar dann machen können. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Björn Sänger, bitte. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein gemeinsamer Antrag, wo man nicht vor der Sitzung noch jemanden durchstreichen muss, geht auch. Das ist schön, freut mich an der Stelle. Hinsichtlich der positiven Entwicklungen am Standort, was den Neubau angeht, ist schon relativ viel gesagt worden. Unterstreichen wir auch, sonst würden wir auf dem Antrag nicht draufstehen. Brauche ich aber hier nicht zu wiederholen, kostet nur Zeit. Was uns wichtig ist an der Stelle, und insofern haben wir tatsächlich die Bemerkung von Herrn Wittiges aufgegriffen, hatten das aber natürlich vorher auch schon in unseren Köpfen bewegt, ist, wenn ich etwas neu baue, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, was mit der alten Liegenschaft passiert. Und so ein Krankenhaus ist relativ groß. Und nichts wäre schlimmer, auch für die Entwicklung in der Stadt Hofgeismar, wenn da gewissermaßen so ein Leerstand am Ende noch über längere Zeit sich entwickeln würde. Das macht nicht nur keinen guten Eindruck, sondern ist auch insgesamt Vernichtung von Kapital. Und insofern war da auch sofort der Gedanke da, es muss ein Konzept her, was passiert denn, wenn sozusagen nach einem Umzug. Ich hatte in der Tat in der Formulierung noch überlegt, ob man da ein Datum reinschreibt, bis wann das Konzept denn vorliegt. Insofern hatten wir da auch einen ähnlichen Gedanken. Zeitnah wäre natürlich schön, aber wollte jetzt an der Stelle auch die Verwaltung nicht allzu sehr unter Druck setzen, zumal mein Eindruck auch ist, dass dort entsprechende Gedanken sich natürlich auch gemacht werden. Insofern haben wir einen gemeinsamen Konsens gefunden. Das ist ein schöner Kontrast zum vorherigen Tagesordnungspunkt. Und in diesem Sinne herzlichen Dank. Frau Schetschke-Brück, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will nicht noch mal alles wiederholen. Es ist alles gesagt worden. Ich will einfach nur noch mal deutlich machen mit meiner kurzen Rede, dass wir auch dabei sind. Wir wurden vorhin nicht erwähnt. Es hätte der Eindruck entstehen können, die Grünen klinken sich aus, wer das nicht ganz genau liest. Und das sei hiermit noch mal bekräftigt. Und gerade der dritte Punkt, der da noch hinzugefügt wurde, eben schon ausgeführt von mehreren Rednern, da stehen wir voll und ganz dahinter. Von daher, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, wir gehören auch zu den Antragstellern. Danke. Gut, dann hat sich Herr Dr. Klaasen gemeldet. So, die Angelegenheit, die wurde ja auch im Haupt- und Finanzausschuss bereits erörtert. Gegen ein neues Krankenhaus ist grundsätzlich natürlich nichts einzuwenden, sofern vorher eine Bedarfskosten- und Nutzenanalyse gemacht worden ist, die besagt, dass eben die Bettenzahl oder sowas und für die medizinische Versorgung des Landkreises absolut notwendig ist. Was mich so ein bisschen stört, ist dieser letzte Satz des Anspruchsvorschlags, wo dann steht, in dieser Lösung sollen möglichst Synergieeffekte mit dem evangelischen Krankenhaus Gesunden EGmbH, also eine gemeinnützige GmbH am Krähenbeck, vorrangig berücksichtigt werden. Hierzu muss gesagt werden, dass dieses evangelische Krankenhaus unter der medizinischen und kaufmännischen Leitung der evangelischen Kirche letztendlich steht. Und wie das
häufig ist bei diesen kirchlichen Einrichtungen, die dann 10% Eigenkapital geben, dann aber 100% der kaufmännischen und organisatorischen Leitung zum Beispiel von Kindertagesstätten haben. Diese Art von Synergieeffekten möchte ich nicht. Also wenn es so um die Synergieeffekte bezüglich Ressourceninterdependenzen geht, dass man also nicht in zwei Krankenhäusern nebeneinander jetzt CRT oder sowas Geräte stationieren muss, sondern die optimal abwechseln kann, da ist da nichts gegen einzuwenden. Außerdem denke ich, also dieses evangelische Krankenhaus ist unter der Führung einer Pfarrerin und eines langjährigen Kreistagsabgeordneten vom Landkreis Kassel, von welcher Fraktion, brauchen wir jetzt nicht zu raten. Also wir sollten auf jeden Fall dafür achten, dieses neu zu erstellende Krankenhaus, was denn? Das neu zu erstellende Krankenhaus, um das es hier geht, ist, soviel ich weiß, zu über 80% im Besitz der Stadt Kassel und den Rest hält das Land, der Landkreis Kassel. Und hier sollte aufgepasst werden, dass die berechtigten Interessen beider Partner da berücksichtigt werden. Und was eigentlich noch ganz wichtig ist für mich, also es sollten auf keinen Fall Vorratsgrundstücke des Flughafens Kalden da in Mitleidenschaft oder in Beleg gezogen werden. Das darf nicht passieren, denn dieses Baurecht darf nicht zustande kommen, weil ansonsten Erweiterungsmöglichkeiten des Flughafens Kassel nicht mehr möglich sein werden. Okay. So, vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe dann die Aussprache und komme zur Abstimmung über den gemeinsamen eingangs erwähnten Antrag. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei 2 Enthaltungen. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 34, jährliches Sommerfest für Flüchtlinge und Unterstützerkreise, Die Linke und einem Änderungsantrag der FDP vom 21. Juni dazu. Frau Dr. Knorre, Entschuldigung, das ist manchmal mit dem Arm.